zurück in der spukenden Gruft hier in Spyro Nummer 3 in der Reignited Trilogy. Hachi Trilogy. Hallo Ben. Da drängt er sich wieder ins Bild. Und diese spukende Gruft lasse ich zurück mit allem, was sie noch hat. Denn die Rutsche da ist mir auch zu nervig. Wir haben Walkthroughs nachgeguckt und die waren irgendwie beide krumm. Eins noch krummer als das andere. Weiß ich nicht. Ist schon sehr fummelig. Ärgere ich mich jetzt echt, dass ich da so viel Leben reingeballert habe, aber ich wollte es halt noch zu Ende bringen. Ne, kennst du bestimmt auch. Da will man einfach nicht glauben, dass was nicht geht. Naja. Aber in so einer Retro-Mechanik, wo du echt Leben verlierst, da ist sowas wirklich kritisch. Da habe ich dann auch sehr wenig Geduld, das allzu oft zu probieren. Das war schon für meine Verhältnisse sehr oft mit, keine Ahnung, 6, 7 Leben oder was das war. Ja, ich glaube, bei 28 hast du angefangen. Ja. Jetzt bist du noch bei 21. Also. Ich auch. So, man konnte hier hoch und man konnte da hinten lang. Ich guck jetzt mal hier. Hallo? Oh, 100 Eier. Wow. Oh. Du hast genügend Dracheneier gefunden, um das Portal zu öffnen. Wenn es offen ist, kannst du die Zauberin stellen, sobald du bereit bist. Aber Vorsicht, sie erwartet dich. Das ist ja ein netter Auftakt für die Folge, aber das sieht so aus, als wenn es hier weitergeht. Deswegen lieber nochmal die andere Richtung gucken. Das sieht zumindest nach Endboss-Geschichten aus, ne? Genau. Ich geh jetzt hier hoch. Hier ist ja noch einiges. Ah, hier geht's von der anderen Seite rein. Okay. Ist noch ein ganzer Level. Dino-Minen. Dino-Minen. Genau. Wie es immer schwirrt, wenn der kleine Ben sammelt. Bzz, 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 bzz. So schnell kannst du gar nicht gucken. Ja, guck mal hier. Guck, ja. Links-Rechts-Kombination. Links-Rechts-Uppercut. So. Aha. Spyro, ich habe... Ach, eigentlich müsste man das jetzt mit Donald Duck-Stimme. War eine besondere Aufgabe für Sparks. Wir treffen uns später wieder, Zoe. Ja, wann ist denn mal später? Hm? Vielleicht, wenn die Zauberin besiegt ist. Wahrscheinlich. Das ist ja sehr verdächtig. Dann darfst du das ganze Spiel nochmal spielen, aber nur mit Sparks. Oh! Hey! Spielsatz Riddle. Na, wenn schon nichts geht, ne? Buddy! Der Booty! Hey, da kann er schon fliegen. Guter Junge. So. Okay. Sieht gut aus. Und wieder hoch. Hier ist doch... Hier ist auch noch ein Level. Hafenstrecke. Das klingt schon wieder nach Rennen oder Fluglevel. So. Also alles, was mit Strecke zu tun hat, hat ist so eine Form von Fliegen. Hier gibt es aber einiges noch zu sammeln. So ist... warum soll ich da rübergehen? Wasserfall. Da hinten los, da war ich doch bestimmt am Anfang. Das ist der Start wahrscheinlich, denke ich mal. Ey, da sind 5 Echsen? Wow. Obwohl, es sieht nicht nach Start aus da hinten, oder? Ich weiß es nicht so genau. Was sagten die Minimap? Ich gucke jetzt in die Richtung. Ne, guck mal, das ist so ein kleines Stück, ne, oder? Ja, ja, ich weiß nicht, ob wir da gestartet haben. Ich würde mal rüberfliegen an deiner Stelle. Ja, ne? Verpasst hier die ganzen Levels. Geh erstmal ins Level rein, oder? Danach kann ich ja nochmal runter. Hm. Obwohl ich... Na, ich will jetzt ein Level machen. Und zwar, ja... Das dürfte sich auch schnell erledigt haben mit der Hafenstrecke. Insofern. Ah. Ja, wer weiß, vielleicht ist es genau deine Strecke. Ja. Endlich, nach 3 Teilen. Komm. Tschüss. Tja. Was die Frage ist, wenn alle Champions noch nie ein Rennen verloren haben, wie haben die das hingekriegt, wenn sie alle in einem Rennen teilnehmen? Ja, Ben stellt die richtigen Fragen. erstmal gegen die Blaufußzeuge. Rote Punkte und grüne Ringe. Okay.
Alles wie gehabt eigentlich. Jo. Ajo, Stern. Oh, scheiße, da bin ich jetzt ein bisschen vom Weg abgekommen. Aber gut, gucken wir mal. Ah, das wird wieder sehr schwer. Werden wir wieder maximal... Oh, komm bitte, ey. Oh, was? Da unten lang? Aber doppelt, Trippelstern. Trippelstern, tatsächlich. Oh, hier voll der Flugzeugträger, krass. Was ist denn hier gegeben? Oh, das ist ganz schön... Uiuiui. Also, ist nicht ohne. Hier muss man ganz schön... Kann man ein bisschen abschneiden. Den kriege ich noch nicht, toll. Was macht er denn da? Oh, hier rein, oh Gott. Er tölpelt vor sich hin. Ja. Oh, bitte nicht, ey. Das schaffe ich nicht. Ah! Okay, einen mache ich noch. Versuch mal, den Triple-Stern zu kriegen. Das schon habe ich. Aber ist ja auch knackig, ja. Ist ja auch die Krönung aller Rennstrecken. Ja, ich glaube, bei den Rennstrecken, da muss man sich halt erstmal reinfuchsen, bevor man da halt irgendwas reißen kann. So, und ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich habe ja die... Also ich habe erwähnt, dass ich versuche, die aus Spyro 1 nachzuholen, ne? Ja, hast du. Und die spiele ich halt... Oh Gott. Ah, den dritten nicht gekriegt. Egal. Die spiele ich halt mit Maus, was das Ganze etwas einfacher macht, aber es ist immer noch so schwer. Oh. Ja, wo ich dachte, ey, mit Maus schaffe ich das... Oh, da unten... Oh, scheiße. Was, ich hatte den Ring? Du hattest den Ring. Ja. Ach, nee. Ach, komm, ey. Pro forma mal reingeschaut. Ja, also es ist immer noch so schwer mit der Maus, obwohl es schon echt komfortabel ist. Für mich besser von der Hand geht als ein Controller. Und es ist einfach so nervig, ey. Es hindert mich echt daran, hier irgendwie in Richtung 100% zu gehen, ja. Und jetzt noch so eine Sachen wie dieser Boxkampf und so nehmen mir dann auch die Motivation. Also das, weiß ich nicht, außerhalb des normalen Spiels nervt es mich schon eher. Ist einfach so. Ja, es hat die zusätzliche Herausforderung, die man suchen kann, aber halt auch nicht unbedingt muss. Ne? Ja. Dann lieber irgendwie, Stichwort suchen, hier Sachen suchen. Achso. Ah, hier ist Finale, ja. 149 Eier und 15.000. Wie bitte? Wie denn? Da habe ich ja nicht mal ansatzweise. Ja, die Rennstrecken geben jedes Mal ein Ei. Ja, noch 30. Dann wahrscheinlich dann die 30 Rennstrecken, die ich verpasst habe. Nee, du hast ein ganzes Level noch nicht gespielt. Da wird auch noch 6 oder 5 Stück drin sein. So, hier war der Start. Der Boxkampf sind noch 2 Eier. Also ja. Ich denke, da kommt schon noch einiges zusammen. So ist es nicht. Ja, hoffentlich muss man nicht wirklich alles schaffen, um dahin zu kommen. Ja, doch, so wie. Das sind die 100% dann wahrscheinlich. Ne? So das finale Ding halt zum Schluss. Naja, okay. Das wird mir dann aber auf jeden Fall vorenthalten. Aha. Die Dino-Minen. Alles klar. Okay. Ah, das ist eine coole Westernstadt hier. Sieht das geil aus. Das ist schon ein Gegner. Oh, der schießt! Der schießt, und zwar wie? Also, das ist ein Gegner. Schneller als sein Schatten. Ja. Das ist ein Gegner, das war mir klar, aber dass er aus der Entfernung schon so einen rauslässt hier. Oh! Oh. Ich muss. Muss auf jeden Fall schnell rennen. Da muss man schnell unterwegs sein, ne? Ja. Wow, Hilfe. Krass, die sind fies. Die sind groß und fies. Sowas hatten wir noch nie. Oh, war ja. Oh, Mr. Dynamite, ja. Dynamite. Da komme ich nicht so richtig durch, aber da ist was dahinter. Vielleicht von der anderen Seite irgendwie? Also, den überrasche ich jetzt. Oh, der hat 4-mal geschossen sogar. Ja, Fiesling. Tut mir leid. Schützt ihr nicht. Doch. Der verunglimpft hier auch noch meine ehrliche Aussage, Mano. Also hier war nichts mehr. Ja gut, müssen wir warten, bis wir auf die andere Seite kommen, vielleicht. Maybe.
Er ist ja da eingesperrt. Der Sheriff. Flickst und zugedreht, ja. Spyro. Ich wollte nach meinem Gefangenen sehen, aber er ist irgendwie wieder abgehauen. Und als ich nach Spuren suchen wollte, hat mich einer von den ungehobelten Sauriern eingesperrt. Jetzt machen sie da draußen Ärger und ich kann nichts dagegen tun. Tja, jetzt ist er der Gefangene. Hat der... Ist eine Maus, ne? Das sind die Ohren, die da hinten runterhängen. Ich glaube, es ist eine Steppenmaus. Ja. Ich habe erst überlegt, hat er einen Mantel an oder sind es die Ohren, die da so runter... Also ist ja süß. Und der Schnurrbart. Der ist ein mächtiger Schnurrbartträger. Bisschen erinnert er an Mario. Roter Hut und Schnäuzer. Ja. Und rote Schnapsnase. 4000 hast du jetzt schon wieder. Also hier passe ich nicht durch. Gut. Was ist denn da? Fenster zum Rausgucken. Reward wanted. Ja. Der gute alte Jedi. Ah. Boah. Oi, oi, oi. Oh, der ist... Hört ja auch mal auf zu werfen. Oh, oh, oh. Die sind alle auf Zack hier. Aber Libelle Ben ist auch auf Zack. Fleißig dabei. Immer am Start. Schussfreudigen Fuzzis, ey. Die machen mir echt Angst. Was ist denn da die Taktik? Wegrennen. Fighting! Ja. Geh in den Kampf! Oh Gott! Das ist doch... Niemals aufgeben! Niemals kapitulieren! Das ist doch der Wahnsinn. Ja, okay, jetzt bist du auf der anderen Seite, ja, ne? Ja, genau, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Nee, das war, da war ein Fass auf der anderen Seite. Stimmt. Das war da drüben. Hä? Ich weiß nicht, ob du da hingleiten kannst, aber versuchen kannst du es. Erstmal möchte ich wissen, wie ich den hier machen kann. So, er schießt viermal. Dann ran an die Buletten. Und wieder weg. Weil da ist noch einer. Ja, aber da, den kannst du nicht austricksen. Nee, den kann ich nicht austricksen. Hat der nur eine bestimmte Reichweite mit den Schüssen? Ah, scheiße. Okay, jetzt ran. Ran. Ja. Gut. Oh. Ah, vielleicht hätte es so triggern können irgendwie. Dass schon, der den wegsprengt. Schon riskant auch. Ja, die sind alle nicht ohne. Also da habe ich noch nicht das Rezept für. Da ist ein Ei. Warte. Was, wo? Nein. Nein, geradeaus. Da hinten ist ein Ei. Oh! Oh Gott. Oh, wie hast du denn das gesehen, ey? Das ist ja... okay. In der Masterpiece of Loot, ne? Was soll ich sagen? Wenn einer Loot findet, dann bin ich das. Also das... Erstmal machen wir dich wieder gesund. So. Und grillen noch einen Kaktus mit. Also hinfliegen ist nicht, würde ich sagen. Und an irgendeinem Sims lang laufen ist auch nicht. Da müsste man vielleicht von weiter oben irgendwo kommen. Aber von wo? Vielleicht kommt man hier noch hoch. Guck mal da oben. Nee, ich dachte, da wäre was. So über die Häuser. Über die Häuser geht auch nicht. Also jetzt möchte ich da nicht hinfliegen gerade. Da sehe ich gar keine Möglichkeit. Hä? Was funkelt denn da? Ach, bei ihm drin. Im Käfig, ja. Geh erstmal weiter. Wir versuchen mal, ob später was geht, ja? Ah ja, ich hab. Oh, sag mal, geht's noch? Was ist denn hier? Ja, MG! Der Triceratops am MG. Der will's wissen. Oh, Alter. Jetzt machen wir's halt so. Oh, jetzt kannst du ans MG. Ja, mal sehen, was ich kaputt schießen kann. Hä? Wo ist das MG? MG ist weg. Oh. Och, Mann. Was ist denn hier? Ein Kamin? Was das? Ein Leben war das. Interessant. Einfach so? Einfach mal so ein Leben, du. Na gut. Kannst du das Fenster durch? Nein. Und dann ist hier Abgrund. Das wäre natürlich lustig. Super geil gewesen. Tja. Oh Mann, wie mache ich die denn jetzt? Rolle? Rolle ist nicht schnell genug. Vielleicht. Er schießt ja viermal, da habe ich ja gar keine Chance. Ja doch, du kannst ja schnell hintereinander rollen. Das ist das Schnellste, was ich kann. Ah ja, das reicht locker. Und wieder. Okay. Recht gehabt.
Boah, natürlich. Das ist schon nicht ohne. Easy going, easy going. Aber auf dem, auf der kleinen Brücke hätte ich das gern gesehen. Aber zum ersten Mal aktiv die Rolle eingesetzt, ne? Ja, muss man schon sagen. Okay. Jetzt geht's weiter nach unten, ich vermisse das Ei irgendwie. Ja. Was ich nicht vermisst habe, ist die Unterwassersteuerung. Ah. Na gut, ist die gleiche wie die Flugsteuerung, oder? Das ist ja das Nur Schlimme ein bisschen daran. Träger. Achso. Hey! Was? Ja, der kann schießen! Ach, oh, Mann. Unter Wasser. Er ist Unterwasserschütze. Oh, Vorsicht, TNT. Oh, das ist schon echt mies. Ah. Ey, so viele von diesen Fuzzis hier, das kann nicht wahr sein. Ich kann gar nichts halt unter Wasser. Oh! Mann! Ach, scheiße. Okay, ach so, ich muss das TNT vielleicht zu ihnen hinschieben. Vielleicht gibt's da wieder einen Trick, weißt du? Hm. Ich meine, das riskiere ich jetzt auch noch, bin eh fast tot. Wahrscheinlich, wenn du die Dinger rammst, dann gehen die in die Luft. Sieht eher aus wie so eine Art Mine. Jo. Ja, toll. Unspektakuläre Todesanimation. Ich war mir für einen Moment nicht sicher. Ach, so eine Scheiße, ey. Behalt den Kleinen. Ah, falsch gerollt. Aber an sich geht's. Oh. Den hast du. Ja. Oh, der Kaktus ist wieder da. Er ist wieder da. Bringt aber nichts. Hm. Ach man, da habe ich ja jetzt irgendwie... Ich weiß, ich wiederhole mich, aber auf die habe ich auch keine Lust hier unter Wasser. Ja gut, aber jetzt sei doch nicht die ganze Zeit so demotiviert. Das schaffst du easy. Also sie... Ich kann nicht rollen oder so unter Wasser. Also ich muss doch irgendwie... Sie schießen halt frontal auf mich. Ich muss aber auch frontal angreifen, weil ich ja nichts anderes machen oder kann. Oder nach oben. Also von unten, ja. Oder von unten. Aha. Jetzt habe ich es natürlich verhauen. Okay, dass man irgendwie unter sie geht. Irgendwo, wo sie nicht angreift. Oder einfach nur hinter sie kommen. Du musst ja nur hinter sie kommen. Mal gucken, ob es klappt. Das reicht ja schon. Ah, der dreht sich, glaube ich. Hey! Scheiße, der dreht sich. Aber ja, man muss sie austänzeln. Man muss schnell hinter sie und dann geht's. Was hat mich denn da jetzt getroffen? Ich glaube, du bist einfach bloß in so ein TNT-Fass rein. Mann, scheiße, ey. Das ist echt eine... Da ist die Wand. Schicklichkeit drin. Mann, warum? Weil er in dem Moment geschossen hat, dass er hat nicht geschossen. Er hat nicht geschossen. Und er war nicht in meine Richtung gedreht. Nee, aber er hat geschossen und dann konnte er mich treffen. Moment in den Reihen, ja. Das ist Spiellogik. Das ist scheiße, ist das. Oder müssen die auch nachladen? Die müssen nachladen, die haben 3 Schüsse. Okay, das könnte man sich auch mal zunutze. Oh. Auch mal zunutze machen. Aha. Nein. Oh. Okay, das war mega knuffig. Gut, können wir auch mal ein bisschen hier unten sammeln. Das sah komisch aus, da hat wieder die Aufbrechanimation gefehlt. Alles haben. Oben ist nix. Was ist denn da an der Decke? Ein Licht. Hier gab es auch unter Wasser nichts zum Auftanken, ne? Für Gesundheit, meine ich. Nicht, dass ich es gesehen hätte, sagen wir mal so. Das ist jetzt natürlich schön hier. Von welcher Seite kommen wir? Einmal. Zweimal. Dreimal. Ah! Mann, Flipper aus! Viecher nerven. Ein Schnellangriff darf man sich auch nicht leisten, weil er, wenn er 3 schießt, der schießt die direkt alle hintereinander und dann... Oh, Checkpoint, ist aber mal fair. Er schießt sie 2 hintereinander, aber du musst halt beim 3. Schuss, wenn er durchlädt, sozusagen die kurze Zeit nutzen. Ja. Einmal, zweimal, einmal. Oh, ich glaube, den habe ich, jetzt habe ich die Kiste berührt. Anstrengend ist das anstrengend. Auch noch 2.
einen habe ich. Oh, erstmal weg. Oh Mann. Also es erfordert Nerven. Ja, aber denk dran, früher Jump'n'Run-Spieler haben immer Nerven gefordert. Oh. Ja, weiß ich nicht. Früher habe ich das auch irgendwie noch eher geschafft. Die Nerven werden dünner bei mir im Alter. Und der ist genauso wie der Skill und ja, die Ausdauer und alles irgendwie. Genau. So. Oh, Moment. Ich wollte da eigentlich unten. Ich dachte, hier geht's irgendwo rein. Nee. Was sagt denn Sparksy, dass du nicht den ganzen Weg nochmal zurück musst? Ja, okay. Gucken wir mal. Ja, es sieht stabil aus. Okay, tatsächlich. Ach, herrje. Okay. Hoho! Was war das denn? Ich hab keine Ahnung, aber hat irgendjemand weggeballert. Ja. Hallo. Jetzt muss schon raus, ne? Ja, ich wollte erstmal noch den anderen abwarten, was der da für ein Timing hat mit seiner MG. Also ich würde nicht immer so lange warten. Schießen, bam bam bam, raus, wegflammen und dann kannst du immer noch drüber springen. Oh, Bams. Der MG-Fuzzi trifft dich da ja nicht. Der ist aber schlecht platziert, den kann man ja richtig gut abwarten. Hier so nach hinten immer weg. Kopfnuss zu. Ja. Na gut. Der trifft mich ja wohl hoffentlich hier unten nicht. Boah. Das war trotzdem ein guter Boss. Oh Mann. Oh, wer weiß, was da wieder kommt. Warum ist wieder ein Affenlevel? Ich habe so das Gefühl. Hey! Mann. So ein Scheiß. Dass ich den von hinten kriegen kann. Ach, der dreht sich mit. Okay. Der dreht sich mit. Oh, ich wollte springen. Mann! Wie kann der mich zweimal getroffen haben? Man hier nicht wenigstens in einer. Ich gar nicht hoch. In der Animation, wo man nicht getroffen hat, ich komme hier gar nicht weiter. Scheiße. Oh, das ist scheiße. Hätte sie vielleicht doch beim ersten unten drunter rollen können, vielleicht möglich. Weiß ich nicht. Was ist denn jetzt los? Hallo? Vielleicht? So, brauche ich was dann. Komisch, dass ich beim ersten Mal nicht getroffen wurde, ne? Ja, aber ich würde mich halt. Da ist vielleicht die eine Stelle, keine Ahnung wo. Ja. Ein bisschen höher schießt. Das Fiese ist, wenn man von. Komisch. Wenn man von hier unten getroffen wird, aber. Ach, der war ja auch noch. Aber springen muss. Wie viel wirft der eigentlich? 3 oder so? 3. Anscheinend, ja. Also wenn man von hier unten springen muss, dann springt man ja praktisch in sein Schussfeld rein. Ja. Ja, genau. Und man ist nicht so, man springt nicht so hoch über die Schüsse rüber, weil man ja von weiter unten startet. Also das macht die Sache eigentlich noch fieser. Insofern, das Rollen wäre vielleicht noch tatsächlich das Beste gewesen. Na toll, jetzt kommt so einer hier. Was ist denn? Was wäre denn jetzt dein Vorschlag, wenn ich jetzt hier nicht rollen kann? Oder eine Rolle nach links, eine Rolle nach rechts. Das wäre auch lustig. Aber da muss man schon echt fit sein, ne? Oh! Aber theoretisch wahrscheinlich möglich, aber. Ja, wahrscheinlich, ja. Bei 2 bist du ausgewichen, ne? Ah. Furchtbar. Aber gut, wir befinden uns ja auch in den letzten Levels. Eben, eben. Der Schwierigkeitsgrad muss ja ein bisschen mitgehen. Aha, ich weiß schon, wo ich bin. Okay, da konnte ich. Mit Lupferi. Oh, habe ich einen Kaktus übrig gelassen. Ich weiß nicht, ob du den beim letzten Mal schon weggeflammt hast. Ach, so entkommen meine Gefangenen also immer. Hier, nimm das Dinosaurier-Ei weg, bevor einer ausschlüpft und noch mehr Ärger macht. War aber wahrscheinlich das kleinste Ei im Gelege. Oh, Kiki. Das ist auch, auch nicht nett, ne? Oh, mit Brille weg! Ja. War auch nicht schlecht.
Ich habe noch nie einen so süßen Saurier gesehen. Siehst du mal. Wir sind nämlich gar keine Saurier. Okay. Wobei, naja, Echse. Technisch irgendwie schon. Huch, habe ich gar nicht gesehen, dass der hochgeht. Ja, also ich merke mir den Kaktus. Hast recht, den habe ich, glaube ich, vorher nicht gemacht. Oh. Eine Regentonne. Ach so, gut, wenn hier nur sowas ist. Nee, hier ist nicht nur sowas. Na gut, gucken wir mal rein. Insgeheim stehst du doch voll drauf. Einer der Dinosaurier hat ein Ei in diesen gefluteten Minenschacht geworfen. Ich würde es dir ja holen, aber ich bin kein guter Schwimmer. Ey, wenn ich schon gefluteter Minenschacht höre, ja, oder lese. Hilfs-Sheriff Holiday. Ja, das wird. Aber du. Das wird kein Holiday hast, hier. Du hast nicht so einen Stress, weil du gehst ja mit der Strömung, musst wieder bloß lenken. Keine Gegner. Hoffe ich zumindest. Oh. Das geht ganz schön, ja, okay. Ah. Ja, okay, das ist wieder so ein Ding, alles klar. Oh, der. Wenn ich einmal. Was? Ja, du bist gegen die Holz. gegen das Holz geknallt. Hat er jetzt davon. Ja, wusste ich gar nicht, dass ich das nicht darf. Das Problem ist, ich habe hier gerade einmal nach unten gelenkt und der zieht durch beim Lenken. Also der. Ja, also der lenkt dann wirklich weiter. Oh Gott. Muss man wissen. Was? War das eine Speicherfee? Oh Gott. Nee, das war keine Speicherfee. Nee, das war ein Gegner. Oh, das war. Ach du Scheiße, was? Gilly McDoodle. Ey, das. Jetzt reicht's mir aber. Oh, wie lang geht denn das? Hilfe! Nein! Ich dachte, ich muss durch die Mitte. Ah! Ja, muss man halt auch erstmal wissen, ne? Aber du verlierst halt keine Leben, das ist schon mal nett. Oh, ich war so weit schon. Gefühlt so weit. Ja, nee, war eindeutig keine Speicherfee. Oh. Eieiei. Oh. Schieß doch, ist mir doch egal. So. Boah. Ah, die solche Sachen erinnern mich halt immer an Hugo, ne? Ja, total. Ich wollte gerade sagen, die Steine tun mir ja gar nichts, aber das ist genau das der Gegenbeweis hier. Ah. Also da, wo sie runterkommen, sollte man sich dann nicht mehr aufhalten. Auch wenn sie eigentlich schon unten waren, aber kam noch was nach wahrscheinlich, keine Ahnung. Oh. Ich schnüffel ein bisschen am Boden rum hier so. Ah. Oh, nicht da. Der trifft einen ja ungefähr nie. Oh. Ja, aber genau dann, wenn du es nicht brauchst, wahrscheinlich. Ja, wenn ich es dann wieder sage. Also oben lang. Ah, wie viel kommt denn hier noch? Oh, hier muss ich hier rum. Oh, ordentlich. Da ist das Ei. Ja. Du schwimmst ja wie ein Delfin, junger Drache. Puh. Elliot! Ja, endlich mal der passende Name. Hier wird ja wohl nichts mehr sein. Raus! Okay, hier war nichts mehr. Oh! Ach nö. Ach komm, das ist scheiße. Das ist doch nicht wahr. So ballert man sich hier die Leben weg. Hallo, ja. Ah ja, na klar, ich darf nochmal von hier unten probieren, weil ich ja auch überhaupt nicht wissen kann. Okay, ich kann. Oh. Naja, das ist irgendwie eine komische Position. Kann ich nur auf den Rand, sondern auch in den Rand. Na gut. Ja, okay, dann müssen wir jetzt noch einmal den Kaktus machen. Nein, hat es anscheinend schon. Verdammt. Wusste ich jetzt auch nicht mehr. Ja, habe ich mich aber auch nicht dran erinnert. Naja. Den und Kaktus dann, hat man, glaube ich, auch, oder? Ja, den hat man bestimmt. Gut, und dann fliege ich jetzt da. Meinst du, ich fliege hier? Wenn, oder? Dann von oben, oder? Okay, jetzt. Ach ja, Affenlevel, okay. Der Sheriff hat gesagt, ich dürfte Hilfs-Sheriff sein. Also helfe ich mit, die Dinosaurier wegzujagen. Der zielt auf mich. Ich bin kein Saurier, ich bin ein Drache. Oh, achso, ich bin ja jetzt eher vor allen Dingen. Beziehungsweise, oh, ich kann ja stehen bleiben. Jetzt bin ich nicht eher, gleich bin ich eher. Momentchen mal. Wenn du mal für eine Sekunde Ruhe geben und nicht so rumschreien würdest, könnte ich dir erzählen, was los ist. Die Bailey-Bande hat sich in den Gebäuden da drüben verschanzt. Du musst da rein und sie rausscheuchen. Ich
Ich habe original einen Kollegen, dem möchte ich das auch immer sagen. Wenn du mal für eine Sekunde ruhig sein würdest, könnte ich dir erklären, was hier los ist. Aber das funktioniert bei manchen Menschen nicht. Gut, wir gucken beim nächsten Mal, wie es hier weitergeht. Die Bailey-Bande, okay. Na, das kann ja wieder was werden. Für heute bin ich raus. Genug Stress. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ihr guckt schön in die Videobeschreibung und findet dort den Link zu Bens Kanal. Unbedingt abchecken. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.